ein bisschen Prima Zeit einfach. Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ich beim Erstausstattungshaul für mein erstes eigenes Pferd so gekauft habe. Und los geht es, direkt hiermit. Und zwar war ich erstmal beim DM und beim Teddy und habe mir da so ein Schälchen, sage ich mal, gekauft. Und hier so ganz viele, ja, Verbände, sage ich mal, hier gekauft. Für den Fall der Fälle, falls mal der Tierarzt kommen muss, damit man es nicht vom Tierarzt kaufen muss, denn da ist es nämlich immer teurer beim Tierarzt. Und Mullbinden kommen noch dazu, noch ein paar andere Sachen kommen noch dazu. Dann so ein Labello auch noch für mich, weil ich denke mir so im Stall, ich liebe Labello und im Stall darf natürlich auch keiner fehlen. Und auch ganz wichtig ist noch so, ja, für euch selbst so ein Hansaplast beziehungsweise einfach Pflaster. Falls ihr euch mal verletzt oder so, ist es auch immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich sowas auch immer dabei oder möchte es gerne dabei haben. Und dort habe ich dann auch noch so Melkfett gekauft. Man kann natürlich auch das vom Efholl zum Beispiel nehmen, diese Maulbutter. Aber für mich ist das wirklich nur Geldmacherei eigentlich, weil das macht es genau gleich. Und das ist sogar günstiger und ist auch super. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und deswegen, das möchte ich dann so für die Maulwinkel für mein Pferd haben. Und dann habe ich noch so Einmalhandschuhe gekauft. Ich sage euch auch gleich warum. Ich zeige euch nämlich ein nächstes Produkt, weswegen ich es nämlich gekauft habe. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mir nämlich hier noch Tonerde gekauft. Die ist nämlich für mich ganz wichtig, wenn ich vielleicht mal zum Stall komme und oh mein Gott, mein Pferd hat ein ganz dickes Bein. So als erste Hilfemaßnahme Tonerde, Tonerde, Tonerde. Und damit man das halt besser auftragen kann, habe ich dann halt hier ja, die Handschuhe genommen. Und das finde ich halt wichtig, so als Stallapotheke ist für mich auf jeden Fall super wichtig. Und ja, einfach unabdingbar oder wie auch immer. Und dann noch was Nächstes. Ich habe immer nämlich Angst wegen den Beinen. Deswegen habe ich hier nochmal sowas gekauft. Das ist einfach so ein Kühlgel und das kann man dann einfach drauf machen, wenn man zum Beispiel irgendwie gemerkt hat, okay, es ist heute richtig warm, mein Pferd hat gearbeitet und ich möchte einfach die Beine so ein bisschen kühlen. Dann kann man das nochmal drauf machen, das Gel, und das ist einfach so ein schöner kühlender Effekt einfach. Und ich stelle mir das eigentlich ganz angenehm fürs Pferd vor. Und ich habe mir das hier genommen, weil da steht sogar haftet im nassen Fell. Das heißt, ich mache das nämlich ganz oft so, dass ich das Pferd abspritze und dann ja, haftet es meistens nicht. Und deswegen habe ich so eins genommen, weil das passt ja dann einfach perfekt, habe ich mir gedacht. Und dann noch eine Sache, von der ich eigentlich nicht so ein großer Fan war, aber ich dachte mir mal, ich kann es mal drauf machen, Hufsoftcreme. Also ich möchte das einfach drauf machen, wenn zum Beispiel der Hufschmied gekommen ist und gerade einfach die Hufe ja schön geschnitten hat. Und dann ist es natürlich noch so offen, sage ich mal. Und dann will ich da gleich hier die Creme immer drauf machen, damit es richtig schön weich und sowas bleibt und richtig schön einzieht in diese frisch geschnittenen Hufe, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, das ist sowas, was ich nicht so gerne oft benutze, weil ich denke, die Pferde, es brauchen manche Pferde, aber meiner braucht es zum Beispiel nicht. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal gekauft, wie gesagt, für den Hufschmiedtermin, dann hat er das. Und was auch nicht fehlen darf, ich habe es nämlich noch gebraucht, ich habe noch eine Sattelseife zu Hause, wollte aber noch so einen Lederbalsam haben, damit ich dann einfach die Trense mal schön drüber wischen kann und einfach meine Lederartikel und wollte deswegen eben noch so einen Lederbalsam haben. Und als nächstes, eigentlich hätte ich es nicht gekauft, aber leider hat die Besitzerin 2 Tage, bevor ich ihr zum Kauf zugestimmt habe, meinem Pferd den Schopf geschnitten. Und das ist ganz grausam für mich, weil ich finde, man schneidet einem Pferd nicht den Schopf. Sie hat wirklich die ganze Hälfte einfach abgeschnitten. Und ich habe mir gedacht, damit das schneller wächst, kaufe ich mir so ein Haarwurzel-Liquid und werde es ihm immer drauf machen, mit der Hoffnung, dass es schneller wächst. Weil Schöpfe sollen ja richtig langsam wachsen. Und ich habe davon einfach nur Gutes gehört. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal und hoffe, dass dieser Schopf, den ich nicht selbst geschnitten habe, ich hätte es niemals gemacht, dass der dadurch einfach mal schneller wächst. Und dann dachte ich, hey, jetzt kommt ja auch der Sommer und dann kaufe ich einfach noch mal ein Shampoo. Ich habe einfach dieses Shampoo hier genommen und dachte, dass, damit kann man nichts falsch machen. Man kann schön den Schweif vielleicht damit mal waschen oder so. Und es ist einfach was ganz Cooles und dachte, ja, das nehme ich auch einfach noch mal mit. Und was noch nicht zu vergessen ist, für den Lederbalsam habe ich noch so ein Showmaster, ja, Schwämmchen einfach mal mitgenommen. Dann habe ich noch so ein Teebaumöl-Shampoo gekauft, auch einfach zum Waschen, zum Beispiel von den Beinen oder so. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen gegen Milben und so Sachen, deswegen habe ich es einfach auch nochmal gekauft. Und dann haben wir noch so Bitter-Isadonna-Salbe
und dann auch noch Beta-Isadonna-Lösung. Und da kann man damit mit der Lösung erstmal so ein bisschen desinfizieren, die Wunde. Dann mit einem Spray, was ich noch gekauft habe, Octenisept, nochmal so ein bisschen drüber sprühen und desinfizieren, wenn er sich mal irgendwie eine Wunde holt. Und dann anschließend mit der Salbe verschließen und das dann auch gegen die Fliegen, damit die sich da nicht Ihr hinsetzen. kennt auch bestimmt noch mein Putzkastenvideo. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Genau diese Putzsachen habe ich eigentlich auch noch alle. Und ich habe aber jetzt noch ein bisschen was dazu gekauft. Und zwar wollte ich noch so ein Gummiding haben. Damit kann man nämlich richtig gut von den Schabracken das Fell wegmachen. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Und das habe ich dann auch noch mal mit eingepackt. Leider ist bei meiner anderen Haarbürste dieses Gel ausgelaufen. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Schon wieder mit Gel, aber ich liebe Gel und mir haben die anderen nicht so gut gefallen. Deswegen dachte ich, ich probiere es jetzt nochmal. Mal gucken, ich gebe dem Gel nochmal eine Chance. Aber Leute, dieses Gel, ich würde es eigentlich nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Weil das geht einfach immer kaputt und das ist jetzt bei mir auch schon passiert. Naja. Und dann nicht zu vergessen, noch ganz, ganz wichtig für mich, eine Mähnenschere, mit der ich natürlich nur den Schweif und die Mähne schneide und niemals den Schopf. Die habe ich mir auch einfach gekauft, weil ich denke, das kann man einfach mal gebrauchen. Dann geht es weiter. Braucht der natürlich, ach, das habe ich auch noch gesehen, das hat nur so 1 oder 2 Euro gekostet. Dachte ich, kann man so vor die Box machen oder wenn man unterwegs mal ist, da hat man einfach immer so einen Hufauskratzer dabei. Habe ich gedacht, ja gut, kaufe ich das auch einfach nochmal. Und dann als nächstes für sein Futter, das kommt noch an, das ist leider noch nicht angekommen. Ich werde das Video dann beenden, wenn das Futter angekommen ist. Habe ich hier noch so eine kleine Minischaufel, die habe ich tatsächlich jetzt beim Kölle Zoo gekauft, damit ich so ein bisschen von seinem Zusatzfutter da noch reinmachen kann und das einfach besser dosieren kann. Und dann weiter geht's. Da habe ich dann als nächstes noch für ihn, für den Spind, sowas hier gekauft. Das ist einfach so für die Gärten, so ein Gärtenhalter. Zusätzlich werde ich für den Spind nochmal so neue Hakendinger kaufen. Aber ich weiß noch nicht, wo ich die positionieren muss, möchte. Und die muss man ja auch anschrauben. Und dann habe ich da zu viele Löcher im Spind. Deswegen will ich es mir nochmal genau überlegen und werde sie erst dann kaufen. Und da das jetzt jemand schon so sieht, ich habe noch so ein Seelenpferdding in Gold gekauft für seinen Halfter. Weil er kommt nämlich mit einem blauen Halfter. Und dann dachte ich, mache ich es ihm direkt mal dran. Und da habe ich es auch noch hier, habe ich so Sattelhalter 2 Stück gekauft. Ihr könnt es, glaube ich, sehen, 2 Stück für meinen Spind. Ich habe nämlich so einen Bundeswehrspind und da werde ich die dann reinmontieren und ich freue mich total. Und weiter geht es. Die Pferde sind tagsüber den ganzen Tag draußen, jetzt vor allem auch auf der Weide und im Winter halt auf dem Paddock. Und deswegen kriegen die nur morgens und abends Kraftfutter. Deswegen habe ich mir hier einmal Dinner for my Champion. So eine kleine Box gekauft, da werde ich ihm dann sein Hafer und sein Mineral, sein Zusatzfutter reinmachen, vorbereiten, damit die es ihm geben. Und dann hier auch nochmal so eine zweite für morgens und abends. Und eine dritte habe ich, die habe ich schon vor längerer Zeit mal gekauft. Die kann ich ja dann, wenn ich ihm doch irgendwie von zu Hause aus irgendwie was extra mitbringen will, auch nochmal geben. Und weil man es schon so sieht, habe ich hier nochmal so eine Longiergurt-Unterlage ihm gekauft. Das ist so richtig geiles Material, wenn man das so drückt. Das ist so angenehm, ist auch luftdurchlässig und das polstert so ein bisschen. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool. Im vorherigen Clip habt ihr einen anderen Longiergurt gesehen, den habe ich dann umgetauscht. Ich habe mich nämlich jetzt doch lieber für den von Löstau entschieden. Der hat nämlich so schöne Wirbelsäulenfreiheit. Das Material ist viel besser, fühlt sich einfach dünner und angenehmer an als das andere. Das andere ist so fett. Und hier seht ihr auch, bei den Gurtstrümpfen ist so Metall, das ist beim anderen nicht und das ist einfach nochmal eine bessere Qualität. Dann als nächstes gekauft, wir waren beim Löstau-Crema und sowas, habe ich mir halt sowas für vor die Box geholt. Das kann man auch so verstellen. Und dann kann man da irgendwie Decken aufhängen, zum Beispiel Hufauskratzer und sowas. Kann man halt alles richtig cool da aufhängen und das werde ich dann vor die Box machen. Dann, wenn wir schon beim Longieren sind, auch so eine Peitsche, Longierpeitsche habe ich ihm noch gekauft. Ja, einfach eine ganz normale schwarze. Als nächstes dann so ein Druck für seine Box, denn dort hat er nämlich keine. Und dann halt hier auch nochmal so ein Salzleckstein. Da sind auch schon so Kordeldinger drin. Das werde ich ihm dann in seine Box reinmachen, wenn er das möchte. Dann habe ich noch so eine Zeckenzange, weil ich finde es auch einfach super wichtig. Leider, er hatte sogar, als ich bei der Ankaufsuntersuchung war, hatte er auch mehrere Zecken. Also es ist einfach was ganz Normales, wenn die Pferde auch draußen stehen. Deswegen auch nochmal eine Zeckenzange. Und hier fürs Longieren habe ich ganz vergessen zu zeigen, noch so ein Gurtding. Und das ist richtig cool, weil deswegen habe ich auch den Longiergurt gekauft. Ich habe den Longiergurt gekauft, um das dann da zu befestigen. Das führt man dann so hinter den Beinen entlang und dann können die so ein bisschen Po-Muskulatur aufbauen. Und das kriegt er dann noch. Das habe ich ihm dann auch nochmal gekauft. Und dann natürlich noch so eine Longe. Ich wollte eigentlich nicht so eine Gurtlonge, aber leider gab es keine anderen. Ich wollte es eigentlich auch von einem anderen Geschäft kaufen, die hat mir dann aber nicht gefallen. Und als letztes sind wir dann zum Creme gegangen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als die hier von Showmaster zu nehmen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch reichen.
Und jetzt etwas, was bestimmt ein umstrittenes Thema ist, aber ich habe meine Reitlehrerin an meiner Seite und die hat mir das auch empfohlen und ich vertraue ihr da. Ich habe so eine Führkette gekauft. Ich werde die auch wirklich nicht über die Nase oder so verschnallen, also keine Angst. Ich habe die halt gekauft und zwar einfach nur dafür, weil er noch keine Trense kennt und ich ihn somit nur mit Halfter führen kann. Und wenn ich ihn zum Beispiel aus dem 10 Stunden langen Transport rausführe, könnte es halt sein, dass er losrennt. Also meine Reitlehrerin, die hat schon über 100 Pferde gekauft und es ist ihr schon so oft passiert, dass die Pferde dann einfach weggerannt sind. Und es ist einfach mir zu gefährlich, vor allem, weil er auch nur einen Halfter hat und so jung ist und so groß und wild. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole lieber mal eine Führkette, weil meine Reitlehrerin es mir auch empfohlen hat. Wie gesagt, ich gehe auch, es ist einfach nur eine Notbremse. Ja, also es ist keine Tierquälerei oder sowas. Das wollte ich euch einfach nur mal sagen. Das ist einfach zur Sicherheit für ihn, damit er nicht wegrennt und überfahren wird von einem Auto oder so. Also, und sonst hängt es einfach ganz locker, nur zur Not, damit ich was zum Reingreifen habe. Und dann hier nochmal so ein Koppelhalfter, beziehungsweise Weidehalfter. Irgendwann kriegt er es ganz ab, aber jetzt am Anfang zur Eingewöhnung, er kennt es ja noch alles gar nicht, den ganzen Stall. Vielleicht rennt er weg und weiß nicht, wo er hin soll oder so. Da hat man immer irgendwie so was, wo man ihn halten kann. Und es war auch wichtig, so eins zu nehmen ohne Karabiner oder so, damit die nirgends hängen bleiben oder so. Und dann habe ich hier noch so ein Mean Spray gekauft, habe ich auch noch gebraucht. Und dann ein Leinöl. Ich werde in Zukunft dann auch einfach Rapsöl füttern. Das macht die Besitzerin auch, die Vorbesitzerin, und das ist auch günstiger. Ich habe nur das Leinöl jetzt mal gekauft, weil ich das nämlich dann immer reinfüllen möchte. Und wichtig auch zur Sicherheit habe ich so ein Equipping gekauft. Das ist sowas, das geht dann ab, wenn die Pferde ja so sich losreißen möchten, damit man das Pferd halt eben nicht aufhängen kann. Deswegen habe ich es mir auch nochmal gekauft. Und jetzt mein Highlight ist dieser Gurt. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Das war mein ganz großer Traum. Immer wenn ich im Krämer war damals, war das mein großer Traum, so einen Gurt zu haben. Genau diesen mit echtem Lammfell. Das war mein großer Wunsch schon immer. Auch anatomisch geformt. Und den habe ich jetzt für mein Pferd gekauft. Das ist jetzt, glaube ich, 80 cm. Ich kann noch mal gucken. Jawohl. Das ist genauso lang wie der für hier. Den kriegt er halt beim Longieren drauf. Ich will nämlich diesen Gurt, der hier drauf ist, nicht, weil er ist mir zu hart. Und aufs Pad kriegt er es auch drauf. Also mal gucken, ob die Länge passt. Das muss ich gleich nochmal austesten, wenn er ankommt. Dann hat er noch ein schönes Stallhalfter gebraucht, womit er dann immer auf die Weide geführt wird und dann wieder weggeführt wird. Also so generell einfach so ein, so was vor der Box hängt, was man einfach immer nehmen kann. Da habe ich dieses Grüne hier genommen, was auch am Genick und an der Nase so ein bisschen gepolstert ist. Hier trocknen übrigens die Bürsten, die ich euch, wo ich vorhin erwähnt hatte. Das hatte ich schon mal schon längere Zeit gekauft. Ich habe hier auch so ein Leckerli-Beutelchen zum Üben. Leckerlis habe ich auch. Magic Brush und so ein paar Sachen. Sattelseife, Gamaschenwunder. Dann habe ich hier als nächstes so eine richtig coole Putzkiste gekauft. Wenn man die so aufmacht, hat man hier so Fächer. Die kann man dann so verstellen, wie man es möchte. Und das finde ich einfach richtig cool. Und diese Farbe ist so geil einfach nur. Dann habe ich noch so einen Futtereimer gekauft. Den gab es bei Löster, gibt es aber auch beim Krämer. Und da kommt dann einfach so sein Kraftfutter rein. Das dachte ich, kann man nichts falsch machen. Und dann ist hier sein Kraftfutter Derby Vital. Das ist, habe ich einfach von der Vorbesitzerin übernommen, werde ich dann aber auch irgendwann nicht mehr geben. Ich wollte jetzt nur nicht plötzlich alles umstellen. Und deswegen, ich habe es einfach erstmal übernommen. Dann habe ich hier als nächstes so ein richtig cooles Knotenhalfter gekauft für die Bodenarbeit. Von dieser Marke, ich weiß nicht, Bruckkamp oder wie auch immer man es ausspricht. Und dazu auch das passende Seil. Und diesen Karabiner habe ich selbst noch nie gesehen. Ich muss auch einmal gucken, wie der aufgeht. Irgendwie muss man das, glaube ich, hier drehen. Auf jeden Fall auch passend dazu. Und ich finde das so schön. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass das diese Klatsche so eine komische Farbe hat. Aber oh mein Gott, man merkt so richtig diese Qualität. Wow. Man kann mein Pferd zwar noch nicht reiten, ich wollte es aber trotzdem unbedingt schon haben, dann liegt es halt nur rum. Ich habe mir so ein richtig cooles Barefoot Ride-On-Pad in der Physio-Variante entschieden, damit die Wirbelsäule nochmal extra schön frei bleibt. Ich habe davon wirklich nur Gutes gehört und bin selbst auch schon einige Male in so einem Pad geritten bei meinen Reitbeteiligungen und war einfach nur zufrieden. Und deswegen musste das auch einziehen für einen sehr stolzen Preis. Aber was tut man denn nicht alles für diese Tiere? Achtung, nicht erschrecken, ich habe tausende Schabracken und Sets gekauft. Einmal hier Equestrian Stockholm, meine Lieblingsmarke in Braun. Und so seht ihr sie am Holly. Einfach eine wunderschöne Farbe. Ich finde, sie steht ihm perfekt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr findet, welche passt dann am besten. Dann habe ich die gleiche einfach nochmal in Orange. Ich liebe die Marke einfach. Die ist so, so toll. Und dann auch nochmal in Grün. Richtig schön der Ton. Also ihr werdet mal sehen, wow, wie schön ist das denn. Und so sieht es an ihm aus. Auch richtig tolle Farbe. Alles in VS, in Springen.
Und dann nochmal in rosa, passend zu seiner rosanen Schnute mit so Perlen außenrum. Das war so ein Grund, warum ich sie gekauft habe. Ich finde die so schön, die Perlen. Und schaut mal, rosa steht einem Wallach auch richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch hellblau. Der Junge muss natürlich auch nochmal so ein bisschen versorgt werden. Und dann habe ich hier diesen Farbenton, wow, und weiß. Habe ich auch noch gebraucht, weil, ja, fürs Turnier irgendwann mal, das Pferd ist noch nicht mal angeritten, ich habe schon so viele Sachen, aber ist ja egal, kann man ja alles gebrauchen, sieht richtig schön aus. Ich habe natürlich Sets, ich habe einmal blaue Fliegenohren für eine blaue Eskadron-Schabracke, die ihr hier nicht gesehen habt, die habe ich schon ein bisschen länger. Dann die rosanen Fliegenohren passend zum Outfit, dann die fürs grüne Outfit auch passend, alles nagelneu. Dann hier auch nochmal in Orange passend zum Outfit und fürs hellblaue Outfit habe ich auch nochmal welche gekauft. Dann haben wir noch Bandagen für die braune Schabracke, braune Bandagen. Dann haben wir für die orangene Schabracke, orangene Bandagen. Ich benutze Bandagen übrigens nur für Shootings. Dann haben wir noch hellblau und auch noch grün, habe ich auch noch irgendwie gebraucht. Und noch weiß. Wobei ich sagen muss, die weißen hatte ich schon länger, schon bei meiner Reitbeteiligung. Die habe ich dann nochmal gewaschen. Den Rest habe ich tatsächlich alles ganz, ganz neu gekauft. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Nehmt euch das am besten nicht als Vorbild. So sieht das Pad zum Beispiel mit der einen Schabracke aus. Habe ich auch gleich ausgetestet. Richtig schön. Ich finde die Farben, die stehen ihm so perfekt. Und dieses Bärchen. Dann für irgendwann Shootings habe ich einfach noch so Hufglocken in Full gekauft. Dann habe ich diesen Kappzaum hier gekauft, am Genickstück auch extra unterlegt und anatomisch geformt. Mit so einem Bärchen hier in so einem Braun. So sieht's aus. Ja, schnuckig, gell? Ja.